Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mein neuestes kleines Elektrofahrzeug vorstellen. Es ist nämlich dieses hübsche Gerät. Ja, man sollte nie Probefahrten bei Elektromobilitätsveranstaltungen machen. Da kann das sein, dass man sich plötzlich sowas hier bestellt. Es hat eine Schweizer Straßenzulassung, weil es auch einen Pedalantrieb hat, fährt aber voll elektrisch und mit mir Fliegengewicht. Schafft es 25 km/h auch ohne Pedalunterstützung? Laut Hersteller allerdings nur mit Pedalunterstützung. Naja, wiegt ja auch nicht viel. Der Sattel, der sieht jetzt sehr niedrig eingestellt aus. Ist er auch, weil ich bin ja klein. Aber man kann ihn höher stellen, den Sattel. Ja, eine Ladebuchse hat es natürlich auch. Ist also ein fest verbauter Akku. Da unten ist die Ladebuchse. Gesehen? Gut. Und also der Ladeanschluss. Ne? Falls die Leute nicht wissen, klappen kann man es auch. Da hänge ich ein Bilder vom Hersteller an. Hänge ich ein Bild vom Hersteller an. Oh. Verschnackt habe ich mich auch. Lustigen Schlüsselanhänger habe ich mir selber angehängt. Muss man allerdings dran lassen, wenn man fliegen will. Also fahren will. Naja, gut, wenn man es abmacht, kann man vielleicht auch fliegen. Wer weiß. Das ist der Schlüssel, damit schaltet man ein. Der Tipp. Hier schaltet man den Fahrmodus auch ein, wenn man wirklich fahren will. Damit gehen die Lampen auch an, vorne und hinten. Und Hupe hat es auch. Ordentlich laut. Map, map, map. So, dann habt ihr ja eigentlich alles gesehen. Was gibt es denn da noch zu gucken? Da gibt es eine Lampe vorne. Es hat zwei Bremsen. Das ist natürlich hier die hintere Bremse. Das ist die Vorderradbremse. Klar, wie beim Fahrrad auch, kennt man. Die Pedalen lasse ich auch hochklappen. Den Sattel kann man auch einfach dann rausnehmen, wenn man es ins Auto packen möchte. Ich habe es noch nicht probiert, das ins Model reinzupacken, aber im Kofferraum passt es auf jeden Fall rein. Wiegt 16 Kilo, ist kein Fliegengewicht. Und Personen bis 120 Kilo dürfen da auch mitfahren oder das hält es auch aus. Aber ansonsten, hier stehen noch die ganz wichtigen Daten, weil da ist der Akku drin. Und nun stand das genug lange im Garten rum. Jetzt geht es mal wieder rein. Das ist heiß heute. Wir haben heute einen heißen Tag von über 30 Grad im Schatten. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen. Mein kleines Map Map. Nein, ich habe es nicht Map Map genannt. Es heißt Flitzi. Mein Flitzi. Nein, unser Flitzi. Natürlich darf er auch gerne mal mitfahren. Wenn ich dann mit dem Shuttle fliege, also mit dem Tesla durch die Gegend fahre oder so. Nein, Quatschkram. Jeder kann fahren, wie er Lust, Laune hat und meint und wo es gerade wichtig ist zu fahren. So, Strom aus. Das war's. Ach so, ja, genau. Nee, das war's. Und dieses. Naja, formschöne Zahlenschloss war im Lieferumfang enthalten, das lag mit bei. Natürlich ist auch ein Ladegerät dabei, sonst wäre das Ganze ja ziemlich witzlos. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen heißen Sommertag.